Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr superdünne, knusprige Haferkekse zaubern könnt. Perfekt für alle, die knusprige Kekse lieben. Schaut mal, wie herrlich dünn und knackig sie sind. Ein Traum. Das Beste, sie sind vegan, schnell und einfach gemacht. Und perfekt für jede Gelegenheit. Heute machen wir diese Kekse mit einem kleinen Weihnachtstwist. Lasst uns gleich loslegen. Für die Kekse brauchst du Kokosöl, Dinkelmehl, Haferflocken, Feinblatt, Rohrzucker, Backpulver, Bourbon-Vanillezucker oder Vanilleextrakt, Zimt, kleine Prise Salz und Schokolade. Ich liebe Zartbitterschokolade, deswegen habe ich auch für die Kekse Bitterschokolade genommen. Aber wenn du den Zartbitterschokolade nicht so sehr magst, kannst du natürlich auch Milchschokolade anstatt nehmen. Alles, was du für diese Kekse brauchst, außer Wasser, findest du in Bioqualität bei Rossmann. Den Rezept für die Kekse findest du wie immer in der Videobeschreibung und da werde ich für dich auch ganz praktisch alle diese Produkte verlinken. Erst brauchen wir Kokosöl und weil es gerade Winter ist und der Kokosöl fest ist, müssen wir den Kokosöl erst schmelzen. So, wir brauchen 100 Gramm Kokosöl. Und keine Sorge, die Kekse werden nicht nach Kokos schmecken, an alle, die den Kokosgeschmack nicht so gerne haben. Jetzt habe ich hier 100 Gramm Kokosöl und werde es kurz in Mikrowelle schmelzen. So, jetzt ist es schön geschmolzen und wir können weitermachen. Jetzt gebe ich noch den Bourbon-Vanillezucker dazu und 70 Gramm Zucker, eine Teelöffel Zimt und kleine Prise Salz. Dann das Ganze kurz mit dem Gabel vermischen. Dann gebe ich 180 Gramm Haferflocken dazu, wie gesagt Feinblatt Haferflocken und 30 Gramm Dinkelmehl. Und dann eine Teelöffel Backpulver. So, jetzt dann das Ganze mit einem Gabel vermischen. An dieser Stelle wird die Keksmasse noch etwas trocken sein. Und jetzt geben wir noch 4 Esslöffel Wasser dazu. Und das Ganze nochmal gut vermischen. An dieser Stelle sieht es nicht wie ein Teig aus. Die Haferflocken sind ganz trocken und separat. Und deswegen müssen wir den Teig erst 15 Minuten ruhen lassen. In dieser 15 Minuten werden die Haferflocken etwas weicher und das Wasser agiert als Bindemittel, weil wir kein Ei verwenden. Daher ganz wichtig, den Teig jetzt 15 Minuten ruhen lassen, bevor wir weitermachen. In etwa 15 Minuten sollte die Masse dann so aussehen. Wenn du merkst, dass die Haferflocken noch das Wasser nicht aufgesaugt haben und das Wasser so etwas separat ist, die Haferflocken sind nicht noch so klebrig, wie ich hier im Video zeige, dann kannst du auch ruhig bis halbe Stunde den Teig ruhen lassen. Es hängt davon ab, wie warm das Wasser ist. Wenn du warmes Wasser dazu gibst, dann geht das etwas schneller. Wenn du kaltes Wasser dazu gibst, dann kann es auch etwas länger dauern. Und jetzt können wir dann die Kekse zubereiten. Wir brauchen ein Backblech und den Backblech erst mit Backpapier belegen. Die Kekse werde ich mit so einem kleinen Eisportionierer portionieren, aber du kannst die auch mit einem Esslöffel portionieren. Und es passen 6 Kekse auf einem Backblech. Die Keksmasse so versetzt auf dem Backblech geben und dann mit den Fingern die Kekse formen. Um die Kekse zu formen, brauchst du etwas Wasser, sodass der Teig an den
Finger nicht kleben bleibt. Und jetzt werde ich die Kekse bei 180 Grad für 10 bis 15 Minuten schön golden backen lassen. Und die Backzeit nutze ich dafür, die Schokolade für mein Deko fein zu hacken. Die ersten Kekse sind schon gebacken und die sind wunderschön geworden. Und jetzt müssen wir die Kekse komplett abkühlen lassen, bevor wir mit dem Schokodeko weitermachen. Und ganz wichtig, die Kekse auf dem Backblech abkühlen lassen, weil die erst beim Abkühlen härter werden. Und jetzt im Winter kann man die Kekse ganz schön und praktisch auf dem Balkon oder Terrasse schnell abkühlen lassen. Die Abkühlzeit habe ich dafür benutzt, um die Schokolade zu schmelzen. Zum geschmolzenen Schokolade habe ich eine halbe Teelöffel Zimt gegeben und eine kleine Prise Salz. Das macht die Kekse noch etwas feiner. Und jetzt werden wir die Kekse dekorieren und dafür brauchen wir Backpapier. Und ich wollte euch fragen, wie geht es euch? Kauft ihr Backpapierzuschnitte oder eher eine Rolle? Bei uns muss es immer beide sein, weil mein Mann kriegt eine Krise, wenn wir keine Backpapierzuschnitte haben. Und für mich, für Backen, mag ich auch Backpapierrolle dazu haben, weil zum Beispiel wie jetzt brauchen wir ein größeres Stück Backpapier als die Backpapierzuschnitte oder dann beim Kuchenbacken braucht man manchmal ein kleineres Stück und ich finde, es ist dann zu schade, wenn so viel einfach weggeworfen wird und nicht nochmal verwendet werden kann. Deswegen gibt bei uns immer die beide. So, jetzt die Arbeitsfläche schön mit Backpapier bedecken. Jetzt habe ich das im Voraus nicht gemessen, aber ich hoffe, das reicht. Jetzt werde ich alle Kekse hier auf dem Backpapier legen. Das Backpapier schützt die Arbeitsfläche und macht dir das Reinigung nach dem Dekorieren viel einfacher. Jetzt werden wir die Kekse noch mit der Schokolade dekorieren. Einfach mit einem Löffel etwas von geschmolzener Schokolade nehmen und dann so die Kekse damit dekorieren. Wenn du magst, kannst du die Kekse noch mit Streusel, gehackten Nüsse oder Fleur de Sel dekorieren. Das solltest du machen, während die Schokolade noch nicht fest geworden ist. Und dann die Schokolade fest werden lassen und danach die Kekse in einer luftdichten Dose bewahren. So bleiben die Kekse auch länger knusprig und frisch. Das waren meine knusprigen Haferkekse mit Zimt und Schokolade verfeinert. Mein absolutes Lieblingsrezept. Diese Kekse sind auch ein tolles Mitbringsel oder ein schönes hausgemachtes Weihnachtsgeschenk. Wenn du die Kekse schön verpacken möchtest, habe ich ein kleines Beispiel für dich. So werden die Kekse zu einem ganz besonderen hausgemachten Geschenk. Wusstet ihr, dass solche Haferkekse in Finnland sehr beliebt sind? Die sind ein echter skandinavischer Klassiker und mit Zimt und Schokolade bekommen die einen schönen weihnachtlichen Twist. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und ich hoffe, dass du den auch unbedingt mal testen wirst, weil diese Kekse sind einfach unfassbar knusprig und köstlich. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.